So. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metaross City. Ich wurde Arenaleiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainer-Schule erworben habe, umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst? Und mit welchem Pokémon? Moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Pokémon Smaragd. Und, upsi, sorry, dass ich es kurz mal gespeedet habe. Ich würde das jetzt nicht weitermachen. Ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir waren letztes Mal im Blütenburgwald, haben gegen ein paar Trainer gekämpft. Und heute ist unser erster Arena-Kampf. Und ja, da schon mal die Arena. Und eigentlich sind unsere Pokémon schon noch so bereit. Ja, gut. Wir haben halt zwei Pokémon im Team, die in Vorteil sind, und das ist sehr gut. So, das einzige unser Pokémon, was im Nachteil ist, ist unser Schwabini namens Team TG Craft. Aber sonst sind alle anderen im Vorteil, was echt gut ist. Ich würde mal sagen, wir gehen mal rein und kämpfen schon mal gegen diesen Trainer. Unterschätze die Trainer in der Arena nicht. Ich zeige dir, warum wir die Besten sind. Okay. Gut. Eine Herausforderung von Teenager Gaston. Kleinstein wird von Teenager Gaston in den Kampf geschickt. Los, Julchen. Kugelsatt. Perfekt. Ja. Also Kugelsatt ist schon mal eine gute Attacke. Also halt nur so für den Anfang gute Attacke. Später wird es nicht mehr so gut, aber für jetzt ist es gut. Und später besiegt Teenager Gaston. Du warst da viel zu gut für mich. Ja, ich war viel zu gut. Denn ich habe zwei Pokémon, die im Vorteil sind. Oh, Doppelkampf. Wenn du mich nicht besiegen kannst, hast du keine Chance gegen Felicia. Wir sind hier mitten in einer Stadt. Na und? Meine Gestein-Pokémon müssen sich einfach austoben. Na okay. Ja. Teenager Dominik und Wanderer Hermann möchten kämpfen. Kleinstein wird von Teenager Dominik in den Kampf geschickt und ein anderes Kleinstein wird vom Wanderer Hermann in den Kampf geschickt. Zwei Kleinsteins. Warte mal kurz. So. Jetzt sehe ich schon mal, wie lang die Aufnahme ist. Hab nur so kurz mein Aufnahmeprogramm ein bisschen geschoben. So. So. Kleinstein wurde besiegt. Und Julian hält 73 Erfahrungspunkte. Lukas erhält 73 Erfahrungspunkte. Okay. Kleinstein wird von Wanderer Hermann in den Kampf geschickt. Ja, noch ein Kleinstein. Und Lukas setzt Aquaknarre ein. Das ist sehr effektiv. Um genau zu sein, ist es halt so eine, ja, Vierfachschwäche. Also Vierfachschwäche, ja, so sagt man's. Und noch ein Kleinstein wird im Kampf geschickt. Tja, kein Problem, denn wir sind im Vorteil. Na, warte mal kurz. Muss noch kurz so ein Bildschirm ein bisschen schieben. So, oder passt das so?
Ich mach's jetzt einfach mal so, weil dann kann man das Ganze sehen. So. Jetzt sieht man alles. Gut. So, jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay. So. Oh, und Lukas erreicht Level 11. Das ist super. Kleinstein wurde besiegt. Und Jürgen hat 73 Erfahrungspunkte. Und erreicht Level 14. Das ist super. Wow, du bist wirklich Talent. Ich meine, wow, du hast wirklich Talent. Das wollte ich ja nicht sagen. Mann, Mann, Mann. Unser Herausforderer ist aber ein lebhaftes Wesen. Daniel gewinnt 448 Pokédollar. Ich sehe noch nach. Haben wir so Tränke? Ja, aber ich kaufe mal zur Sicherheit mehr, weil ich will noch für den Arena-Kampf vorbereitet werden. Ja. Dann holen wir uns mal was. Denn um diesen Arena-Kampf zu gewinnen, brauchen wir noch mehr Tränke. Und ja. Bekommen, kann ich dir helfen? Ja, ich kaufe mir mal was. Ich kaufe mir mal Supertrank. Dann kaufe ich mir halt nur so. Ja, ich kaufe mir nur 5 Stück. So. Das ist gut. Und ich würde mal sagen, wir gehen zum Arena-Kampf und hoffen, dass wir gewinnen. Weil wir sind zwar schon im Vorteil, aber. Die Arena-Leiter hat auch stärkere Pokémon. So. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metaross City. Ich wurde Arena-Leiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainer-Schule erworben habe, umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst? Und mit welchem Pokémon? Okay, der Arena-Kampf geht los. Eine Herausforderung von Arena-Leiterin Felicia. Ein Kleinstein wird von Arena-Leiterin Felicia in den Kampf geschickt. Los, Julian. Kugelsaat. So, als nächstes wird ein Kleinstein in den Kampf geschickt. Das schaffen wir. Okay. Und Julian erreicht Level 15. Super. Als nächstes kommt ein Nasknet. Welches Level? Level 15. Also schon ein hohes Level. Wir versuchen es einfach mal und sonst haben wir eh super Tränke. Oh, Volltreffer. Aber die hat ja noch Tränke, ja? Die kann es noch heilen. Das ist das Problem bei Arena-Leitern. Okay, mal raten, die würde sicher so einen Trank verwenden. So wie es alle Arena-Leiter machen. Oh, noch eine Beere. Jetzt kommt der Sichertrank, oder? Ich wusste es. So sind immer Arena-Leiter. Ja. Aber um ehrlich zu sein, macht das auch Sinn, weil Arena-Leiter sind starke und wirklich starke Trainer sollten wirklich ihr Pokémon immer heilen. Geschafft! Yeah! Wir haben es geschafft! Ah, kein Level Up. Und fast entwickelt es sich schon, aber... Naja, wir haben den Arena-Kampf geschafft! Juhu, gewonnen!
Spieler besiegt, Leiter Felicia. So, ich habe verloren. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben, dass vor, dass Trainer, die einen Arenaleiter besiegt haben, dieses erhalten. Bitte nimm den offiziellen Pokémon-Liga Steinhorn an. Daniel gewinnt 1500 Pokédollar. Also 1500 Pokédollar. Ach, ich habe gewinnt falsch ausgesprochen. Und Daniel hat den Steinhorn von Felicia erhalten. Das Steinhorn erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Außerdem sind sie nun mit der Lage, die VMC Schneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir auch noch geben. Eine TM 39, das ist super. Diese TM 39 enthält Felsgrab. Sie richtet nicht nur durch das Fallen von Steinen Schaden an, sondern reduziert auch die Initiative. Sobald du eine TM aktivierst, wird die Attacke einem Pokémon beigebracht. Aber vergiss nicht, dass eine TM nur einmal beigebracht werden kann. Ihr Einsatz will also überlegt sein. Ja. Und VMs aber kann man jederzeit benutzen. Ist halt so, damit man ein Spiel weiterkommt. Ja. Aber TMs kann man nur einmal benutzen. Ich würde mal sagen, ja, da wir den Arena-Kampf geschafft haben, schauen wir uns mal bei der Stadt ein bisschen um und reden mal mit den Leuten. Wie? Mein Pokémon ist niedlich? Sicher? Das weiß ich doch. Aber ich weiß auch, dass ich es gerne mit dir tauschen würde. Ich gebe dir ein Zamurze, wenn du mir ein Trassler gibst. Einverstanden? Nein. Muss nicht tauschen? Kein Problem. Aber mein Pokémon ist wirklich niedlich. Das weißt du schon. Ich werde noch nachsehen, ob ich noch ein Zamurze gefangen habe. Wenn nicht, dann werde ich so ein Trassler aus der Box nehmen und es mit ihm tauschen, weil... Gut, ich muss zwar das Trassel noch weiterentwickeln und den Pokédex weiter auszufüllen, aber naja, dann habe ich schon mal ein weiteres Pokémon, um den Pokédex aufzufüllen. Gut. An allen Orten gibt es alle Sorten von Pokémon und Menschen. Ich finde das faszinierend, daher besuche ich alle möglichen Orte. Okay. Gut. Geh weg, aus dem Weg! Warte, warte! Doch bitte! Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen! Oha. Gut, das werden wir uns aber gleich mal ansehen. Wir erkunden uns nur ein bisschen in der Stadt. Und ich heile noch kurz meine Pokémon. Ja, also der Arena-Kampf war nicht einfach, weil wir waren wirklich im Vorteil. Ja. So. Ich nehme noch kurz dieses Trassler, was ich doch einmal gefangen habe. Oder habe ich doch eins gefangen? Habe ich nichts? Da habe ich es doch nicht gefangen. Okay, ich hab's doch nicht gefangen, ich lag falsch. Ja, dann lag ich falsch, ich hab's doch nicht gefangen. Naja. Aber wir brauchen nicht jetzt schon mal die ganzen Pokédex ausfüllen. Wir können auch später, wenn wir mal das Spiel erstmal durchgespielt haben, auch mal weiter Pokédex ausfüllen. Ich meine, ich werde schon noch jetzt gerade, wo wir das Spiel so normal spielen, schon noch den Pokédex ausfüllen, aber... Naja, der wird erst richtig ausgefüllt nach dem Ende des Spiels. Ja. Dann schauen wir mal bei diesem Gebäude nach. Jedes Pokémon besitzt eine spezielle Begabung, die es einsetzen kann.
Pokémon sind sehr seltsame Geschöpfe. Das stimmt. Oh, jeden Tag wird es schwerer. Was so schwer ist, das fragst du noch? Herauszufinden, was sie mir jeden Tag kochen soll, natürlich. Es ist nicht einfach, jeden Tag eine Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Okay. Oh, hallo, willkommen im Hause Schläfer. Ich würde dir gerne eine Frage stellen. Hast du jemals auf ein Kind aufgepasst? Nö. Weißt du, ich bin auch noch ein junger Vater und ein Kind zu haben ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Ich habe ein Problem. Meine Tochter Tapetra lacht so selten. Vielleicht lacht sie ja für mich, wenn ich ihr etwas Lustiges erzähle. Fällt dir nicht etwas Lustiges ein, das ich ihr sagen könnte? Ja. Okay, das ist einfach wundervoll. Komm, lass mal hören. Okay. Ist das was, sowas Schwieriges? Man gibt sowas ein, was Lustiges? Aber das kann auch selten passieren, dass man jetzt dadurch Tapetra zum Lachen bringt. Ich versuche jetzt mal, etwas was Lustiges zu schreiben und wenn es nicht hilft, dann lasse ich es mal. Nein. Doch. Oh. Nein, doch. Ha. Nein, doch. Gut. Verstehe. Komm, ich versuch's einfach. Nein, doch. Oh, nein, doch. Oh. Sie lacht noch nicht einmal. Nein, doch. Vielleicht ist Tapetra ja einfach nur ein sehr ernstes Kind. Tja, hat wohl nicht geholfen. Nein, doch. Obwohl das schon so ein lustiger Witz ist, oder? Dann schauen wir hier nach. Diese Entschlossenheit, deine Beweglichkeit, deine Hingabe für Pokémon. Du bist wirklich ein talentierter Trainer. Nein, warte, sag jetzt nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund, so schüchtern zu sein. Hier, nimm sie. VM 1. Das wurde die VM Zerschneider. Diese VM, sie enthält Zerschneider. Eine VM ist eine Attacke, die auch außerhalb des Kampfes von einem Pokémon angewandt werden kann. Jedes Pokémon, das sie... Ups, ich habe aus Versehen A gedrückt, sorry. Zerschneiden, wenn der Trainer den Steinhorn besitzt. Und im Gegensatz zur TM kann man ein VM mehrfach gelernt werden. Ja, das habe ich vorher schon gesagt. Als sie die Stadt Meteoros City vergrößert haben, hat mein Vater ihnen geholfen. Seine Pokémon fällten die Bäume mit Zerschneider. Ja. Und ich nehme jetzt mal aus der Box so ein VM-Sklaven, weil ich habe so ein Sexax gefangen. Und das werde ich jetzt mal als VM-Sklave nehmen. Weil das ist guter VM-Sklave, weil Zigzag kann viele VM-Attacken. So. Gut. Dann nehme ich jetzt mal die VM, Zerschneidert. Die wir jetzt mal auch außerhalb eines Kampfes verwenden können, weil wir jetzt den Steinhorn haben. Und bringst jetzt einfach Zigzag bei. Super. Zigzags erlernt zu Schneider. Das ist geil. Ja. Sehen wir uns mal weiter um. Da ist eine Trainerschule. Wir bringen dir alles über die Pokémon bei. Okay. Dann sehen wir uns mal die
Trainerschule an und... Hey, dich kenne ich doch. Hallo? Haben wir uns nicht schon einmal gesehen? Ich glaube, das war in Blütenbock City. Das stimmt. Ich will mich mal vorstellen. Mein Name ist Scott. Ich reise durch die Lande auf der Suche nach herausragenden Trainern. Besser gesagt, ich suche nach Experten des Pokémon-Kampfes. Was ist das? Das ist der Steinhorn, oder? Wirklich beeindruckend, muss ich schon sagen. Ich würde dich liebend gerne mal in einem Kampf beobachten. Man kann einen Trainer, der einen Ohren der Liga besitzt, immer schwer einschätzen. Okay. Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Okay. Weißt du, wie man mit einigen Pokémon-Attacken ein Pokémon verwirren kann? Ein verwirrtes Pokémon wird manchmal sich selber verletzt, ohne es zu wollen. Aber sobald es aus dem Kampf genommen wird, wird es wieder normal. Okay. Ich wollte schon immer ein Salmurzel haben und endlich habe ich eines. Ich tausche gerade mit meinem Freund Pokémon. Okay. Ein Pokémon, das eine Beere trägt, wird sich selber heilen. Es gibt viele Items, die ein Pokémon tragen kann. Junge, Junge, das alles schwer zu merken. Okay, und das ist sicher der Lehrer, ja? Mhm. Schüler, die nicht aufpassen, bekommen meine Flinkklaue zu spüren. Wie du hast dieses Item einsetzt? Wie du dieses Item einsetzt, zeigt, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Eine Flinkklaue? Super, wir haben jetzt ein neues Item. Das ist die Flinkklaue. Hebt die Erstschlagquote. Also das erhöht halt die Chance, dass du das Pokémon zuerst angreift. Mal sehen. Ich glaube, ich gebe es mal dem langsamsten Pokémon in mein Team. Halt mit der wenigsten Initiative. 26. Okay, ich gebe es jetzt mal meinem Meryl namens Lukas, weil er ist wirklich der langsamste in meinem Team. So. Gut. Okay. Und ich sehe mal weiter nach. Meinen eigenen Pokémon habe ich perfekt passenden Kosenamen gegeben. Das ist mein Ausdruck von Originalität. Genau, Originalität. Aber ein Pikachu einfach Pikachu zu nennen, das haut einen nicht gerade vom Hocker. Ich glaube ja auch, man sollte einen leicht verständlichen Kosenamen wählen. Aber irgendwie... Und da ist auch ein Pikachu. Pika! Okay. Gibt's da noch sowas zum Decken? Aha, da gibt's noch so ein Haus. So, nachdem bin ich den Part und nächsten Part. Da sehen wir da drüben nach, was da los ist, weil vorher war da gerade was los. Gut. Die Angestellten der Devon-Kooperation leben in diesem Haus. Okay. Deshalb ist dieses Haus so groß. Mein Papa arbeitet für die Kooperationen. Mein Papa hat dies gemacht. Ich kann damit aber nichts anfangen. Daher schenke ich es dir. Ein Premierball, danke. Vor langer, langer Zeit war Devon eine kleine, überschaubare Firma. Okay.
Der Präsident von Dämon sammelt leidenschaftlich gerne seltene Steine. Ich glaube, der Sohn des Präsidenten sammelt auch seltene Steine. Okay. Gut, dann haben wir uns eigentlich in der ganzen Stadt so umgesehen. Und wir haben auch heute unseren ersten Arena-Kampf gemacht, was super lief. So. Gut, meine Pokémon sind eh ganz geheilt. Ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Smaragd. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. In der nächsten Folge gehen wir da weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.